Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und wir sind, wir kommen hier live gleich rein. Der Elpion greift hier an. Mal sehen, wie er sich hier schlägt mit den Drachen gegen die, ja, eigentlich kleinen X-Bogen oder Bögen. X-Bogen, X-Bögen, X-X-Bogen. Aber er wird jetzt die Mitte hier nicht mehr entkernt bekommen und ist hier vorgegangen mit Blitzzauber, glaube ich. Das seht ihr da unten. Aber drei Sterne werden das nicht, das bleiben erstmal zwei Sterne. Sicherlich keine schlechte Taktik. Ich hatte das die Tage ja schon vorgestellt, dass mir das so ein bisschen zu einfach vorkommt, aber gegen den Feger, gegen die Strömung oder was auch immer, da gab es mal früher gab es mal so ein Lied. Und ja, der Feger hat es ihm wieder mal so ein bisschen, glaube ich, zunichte gemacht, dass er da nicht rankam und beziehungsweise nicht an die Mitte kam. Und dann bleiben das hier zwei Sterne. Aber ihr habt es am Titel gesehen. Wir wollen mit des Gegners Armee angreifen. Das ist ja... Oh, ich weiß gar nicht. Ah, das ist immer, wenn ich anfange aufzunehmen. Dann habe ich immer so ein ganz klein bisschen Gedudel hier. Da weiß ich gar nicht, ob ihr das eigentlich hört. Aber ich glaube, ihr hört das nicht. Ja, wir greifen mal mit des Gegners Armee an. Okay, da kommt noch ein Luftballon raus. Und... denn die Armee ist mir nicht so ganz geheuer. Es ist eine Hexenarmee. Und unser Gegner oder unser letzter Gegner, auch Red Fox ist auch noch am Start. Gehen wir mal rein, mal sehen. Denn unser letzter Gegner im Rathaus 9 Bereich hat ja ausschließlich mit so einer Armee angegriffen. Mit der will ich ja gleich auch mal angreifen. Vielleicht ist sie ja tatsächlich so gut. Allerdings habe ich da mehr als zwei Sterne mit irgendwie so 80-85% bisher noch nicht geholt. Deswegen hoffe ich mal, dass es da gleich ein bisschen mehr wird. Und auch der Red Fox geht hier mit Drachen hier durch. Unser Gegner hat natürlich E-Drachen in der Clanburg, denn die haben Rathaus 11 dabei, das haben wir auch. Ich weiß gar nicht, warum wir nicht ab und zu auch mal einen E-Drachen in der Clanburg haben, gerade wenn es so gegen kleine Rathaus 9er geht. Der ist so ein E-Drachen doch schon sehr nervig gegen so eine kleine Queen. Aber er macht das hier, glaube ich, ganz gut. Die Queen muss jetzt allerdings weg, sonst zerschnitzt es dort alle Ballons. Oh, fast alle. Okay, aber ich glaube, die Macht der Drachen hier ist jetzt einfach ein bisschen zu groß. Da ist nur noch ein Bogenschützenturm. Und dann sind das ja drei Sterne. Ich kann euch das leider nicht vorspulen, da das live ist. Und wenn wir live was drin haben, dann, ja, wie gesagt, da gibt es dann halt da unten keinen Vorspul-Button. Live ist live und da müssen wir die paar Sekunden noch abwarten. 1,28 hätte er noch Zeit. Also ganz easy peasy hier. Geht also doch gegen die Nummer 4. Oh, das ist schon ziemlich hoch. Oben haben wir natürlich zwei Elber. Kleinere Schwachstellen haben wir hier auch auszumerzen, denn unser Elber oben ist nicht so gut, was Clash of Clans Spielen angeht. Also mit ganz wenig Sternen. Ich glaube 37 Sterne erst im CK-Modus ist das schon sehr, sehr wenig. Und es wird Besserung gelobt, beziehungsweise wenn jemand lernfähig ist, dann ist das kein Grund, ihn auszuschließen oder so. Nehmen wir immer dann mit und dann geht das Stück für Stück voran. Trolltesla auf 3, okay. Hat ihm auch nichts genutzt und damit sind das schöne 100% hier. Ich muss jetzt eben mal auf ein Tablet einen anderen Account laden, dass ich hier auch Ola dazu reinbekomme. Also das soll jetzt meine Armee werden hier. Mit zwei Heiler. Die ist ein bisschen komisch. Ich weiß. So, Boden, das fülle ich nochmal aus. Mit ein paar Bolern, dass das unmissverständlich ist hier. Manchmal geht es nicht anders. Ihr wisst hier die Masse der Fallspender und so. Und ich habe aber den Avatar hier drin. Da kann ich mir selber gerade ein paar Truppen geben. Den muss ich eben nur finden. Naja, wie gesagt, mit des Gegners Truppe mal angreifen. Man sieht ja immer viel im Clash of Clans Bereich. So nach dem Motto, die Armee will ich auch mal ausprobieren, da kriege ich auch mal was hin. Und ich baue mal eben unten für den DS da eben nach. So, machen wir mal einen Drachen. Und dann, wieso sehe ich eigentlich hier? Ach doch, ich sehe die Anforderungen ja doch. Ich sehe die Anforderungen ja doch. Und dann, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, und dann willst du damit angreifen und du denkst, ah, das kann ich auch. Aber dann klappt das nicht so gut. Und ich gehe jetzt nicht auf mein Gegenüber, denn mein Gegenüber ist mir viel zu stark.
Eigentlich ist er mir nicht zu stark. Aber er hat halt ziemlich starke Helden hier. Und ich gehe einfach einen tiefer, also auch, oder einen höher. Ein höher auf die Nummer 14, die ist nämlich nicht so stark. Der hat nur eine 8er Queen dort. Und ich glaube, die Base ist auch nicht ganz so anfällig, was Sprungfallen angeht. Denn die andere Base hat natürlich, weil es auch eine bekannte Base ist, hier überall Sprungfallen. An den, zwischen den Mauern hier und hier jetzt mit Hox reinzugehen oder so, das ist noch nicht mein Ding. Und mit Lela habe ich die Hunde, die Lava-Hunde noch nicht auf 2, dass ich hier bestehen könnte. Jetzt springt mein Bixby an auf 2, alles klar, Bixby. Mal leiser, geht ja gar nicht. Okay. Und dann nehmen wir uns lieber die Nummer 14 mit. Wir kommen der Queen mal entgegen, würde ich sagen. Und dann checken wir mal die Taktik oder kommen wir dem King entgegen. Eigentlich ist es egal, wir kommen mal der Clanburg entgegen. Aus der Clanburg wird ja hier auch ein Riesendrachen kommen, denke ich mal. Und ja, dann, wir gehen mal rein. Mal sehen, wie das wird. So, wir haben Golem, der ist auch schon auf 3. Ja, wir haben die Hexen auch erst auf 2. Auf 1. Ich meine 1er Hexen. 1er Hexen. Ich glaube, wir müssen die Army, wenigstens die Army boosten. Und wenigstens die Army. Heldentränke lasse ich mir mal noch für schlechtere Zeiten. Da habe ich nicht mehr so viele. Und naja gut, jetzt haben wir natürlich einen 4er Golem. Okay, jetzt haben wir die Heiler auch ein bisschen höher. Dann gehen wir mal rein. Dafür sind die Tränke ja da, dass man sie auch mal nimmt. Und gucken, wie wir hier vorgehen können. So, was hat der Gegner immer gemacht? Er hat immer 3 Hexen genommen. Und ein Heiler dahinter. Ach, da trollt er mich da schon. 1, 2, 3. Ach, da auch. Okay. Alles klar. Alles nicht so schlimm. Dann trollt er mich da schon. Ich lasse mir mal 2 Magier hier offen. So. 1, 2, 3, 4 Hexen dahinter. Einmal meine leichtfüßigen Mauerbrecher. Gehen die da auch durch? Jo, die gehen da durch. Und ich muss den jetzt doch mal ein bisschen giften hier. Glaube ich, da schicken wir mal noch so einen Adler mit zu. Und jetzt, oh nein, oh, jetzt geht der King da erst rein. Okay, jetzt geht der King da erst rein. Jetzt gehen aber auch die Bowler rein. Okay. Oh, da, wir haben lange zu tun da. Habt das gesehen? Lange zu tun mit dem Drachen dort. Und meine Queen ist jetzt schon fast am Durchdrehen da. Beziehungsweise nicht am Durchdrehen, sondern am Sterben. Aber wir sind hier noch in der Mitte ganz gut dabei mit dem Dicken. Außen haben wir auch noch 2 Hexen am Start. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, dass wir vielleicht ein wenig den Flächenschaden da hinten rausnehmen. Hier haben wir aber auch noch Hexen. Und hier unten kommt noch mal ein bisschen Fläche. Das ist natürlich nicht so gut. Da haben wir noch einen X-Bogen. Der hat jetzt gerade meinen King zerlegt. Okay. Ah, das sieht aber noch ganz gut aus. Das sieht noch ganz gut aus. Die da oben haben jetzt auch keine Heiler mehr. Okay. Die da oben haben keine Heiler mehr. Und wir haben hier noch den Trelltosler da und den Trelltesler da. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben trotzdem genug Truppen hier in der Base. Wir nehmen da mal den Fries. Komm, du Bowler, werf da mal, dass der X-Bogen da weggeht. Gut, wunderbar. Das sieht schon mal gut aus. Und der fällt auch. Ah, das könnte zeitlich ein kleines Problem werden. Oh, da gehen schon die ersten Skelette Richtung dem einen Tesla. Sieht aber noch ganz gut aus. Und zack, kurz mal abgelenkt hier. Der ist schon mal down. Und die Luftabwehr. Na, jetzt gehen die alle dahin, aber da geht schon ein bisschen was zum Tesla. Also es klappt doch. Es sah erst ein bisschen merkwürdig aus, Leute. Okay, da wollte er mich auch trollen hier unten mit seinen Teslen. Dann lenke ich den mal eben ab. Einmal, zweimal, dass der nicht gleich ballert. Aber ich meine, da unten sind 3 Hexen, Leute. Und da kommt ein Golem, da kommt noch eine Queen. Also alles nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, aber trotzdem 3 Sterne geholt. So muss es eigentlich sein. Und dann geht jetzt auch da unten der letzte Tesla down. Hat jetzt gerade noch eine Sekunde gedauert, weil der wahrscheinlich eine Hexe nach der nächsten weggenommen hat. Aber so kann man es machen. Und dann können wir eigentlich gleich noch einen zweiten setzen. Ich muss mal eben nur gucken, dass wir noch eine andere Base nehmen. Beziehungsweise nicht eine andere Base, sondern ich jetzt wahrscheinlich mit einem anderen Neuner nochmal angreife. Müssen wir mal sehen. Einige sind hier auch gestern wieder ungeduldig gewesen.
die dann hier mit 2x1 Stern rausgehen. Ich fahre den mal nach oben. Keine Clanburg mitgenommen, beziehungsweise nicht drauf gewartet, dass jemand reinkommt, der ihm vielleicht einen Slammer gibt. Ich meine, das war ganz, ganz spät abends. Und da muss man dann einfach die Geduld haben. Entweder wartet man dann mit seinem Angriff halt bis in den nächsten Tag, bis in den nächsten Morgen, bis zur nächsten Frühstückspause, was auch immer. Oder man greift dann besser nicht an, aber 2x1 Sterne da oben im Rathaus 10 Bereich, das hilft uns nicht. Das sind wie 2 verlorene Angriffe. So habe ich das auch in Chat geschrieben. Und dann ist es mir fast lieber, man greift nicht an, als dass man 2x1. Ich meine, okay, das waren dann 2 Scouts. Und wir haben die Bases ja jetzt schon down, Nummer 4 und Nummer 5, glaube ich. Ja, 4 und 5 sind jetzt down, aber ich meine, wir haben dadurch 2 Angriffe mehr drauf verschwendet, hätte ich mal fast gesagt. Müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir die Elfer hier schaffen. Wir haben aber noch ein paar 10er Angriffe. Toto hat noch offen, Boche in jedem Fall. Aber wie gesagt, der ist zwar ein Rathaus 11, aber er ist nicht so der gute Angreifer, was Taktiken angeht. Und aber Silke oben mit Kampfgurke, Toto hat noch 2 Emma, hat noch einen Kahn, ist auch noch mit dabei. Die können oben in jedem Fall ein bisschen was reißen. Auch 2 Sterne, glaube ich, auf solche Bases hier oben sollten eigentlich irgendwie machbar sein. Single Inferno, ja, da geht in jedem Fall was und sind fast die gleichen. Sind das die? Ah, nee, es sind nicht ganz die gleichen Bases, aber ähnliches Design hier so boxmäßig. Und da lässt sich sicherlich was tun, dass man da als Rathaus-Szener irgendwie Richtung Rathaus kommt und vielleicht noch die nächsten 50% einsackt. Ich hätte auch schon wieder eine gute Idee, denn für die 10er, hier stehen die Luftabwehren ziemlich zentral in der Mitte. Das heißt, ich sag mal, streng genommen nimmst du ganz, ganz viele Babydrachen und holst hier außen ziemlich viele Prozente, weil da kommt keine Luftabwehr ran. Und kommst dann von hier vielleicht über den Single Inferno oder über ein anderes Compartment hier Richtung Rathaus rein. Kürzester Weg. Also so kann man es machen. Aber wir wollen im Rathaus 9er Bereich bleiben. Und ich change jetzt mal eben den Account. Und dann machen wir noch einen zweiten Angriff. Wir nehmen, glaube ich, die Truppe ruhig nochmal. Okay, Freunde, wir sind wieder ready. Ich wollte jetzt auch den Boost vor allen Dingen ausnutzen, dass wir hier zweimal bzw. 2 Angriffe in der einen Stunde in jedem Fall hinbekommen. Deswegen habe ich ein bisschen gepowert, aber wir nehmen jetzt die 15 Mal. Der ist zwar ein bisschen stärker, aber mal sehen. Ich habe ein bisschen abgewandelte Clanburg. Und wie wir das hinkriegen und ob wir uns wieder trollen lassen. Da habe ich diesmal vorgesorgt. Ich habe jedenfalls Loons mitgenommen, 2 Stück zumindest. Und auch hier starten wir hier unten in den Ecken, würde ich sagen. Ich starte mal auf der Ecke hier mit 1, 2 nur. Oh, okay, er trollt uns. Da trollt er uns mal nicht. Und hier trollt er uns auch nicht. Auch nicht schlecht. Alles klar. Dann können wir hier mit unserem Golem reingehen. 1, 2, 3, 4, 5. Ein paar Magier dahinter. Nicht ganz so viele. So, der hat gerade geschossen, der Minenwerfer. Dann können wir hier reingehen. King dahinter. Queen dahinter. Und meine Clanburg. Meine Clanburg besteht aus einem Yeti, einem Hunter und so, wo ist der böse Drache? Da ist der böse Drache. Ich würde sagen, den friesen wir einfach mal weg. Den friesen wir einfach mal weg. Hier können wir mal rüberspringen. Zumindest ein paar Truppen, würde ich sagen. Könnten hier rüberspringen. Hier nehmen wir ein bisschen was in Heilung in der Mitte. Passt soweit. Okay. Oh, der Dicke da. Der Dicke geht da und jetzt müssen wir gleich mal gucken, bei irgendwie 50% oder so. Nicht, dass der wieder irgendwo Troll-Tesla stehen hat. Auf irgendeiner Marke hat er aber nicht. Okay, dann können wir die beiden Loons hier sinnvoll einsetzen, würde ich sagen. So, da haben wir noch ein bisschen. Da kriegen wir das noch, das noch, das noch. Dann nehmen wir hier die Hütte mit. Und das sieht ganz gut aus. Ja, ich weiß, die Loons kriegen jetzt zwar Beschuss dort, aber ich nehme mal die Magier hier hinten mit rein. Die laufen einfach mit den Hexen mit hier. Auf der 9 Uhr Seite. Queen ist noch voll. Und der Yeti ist ja abnormal, ne? Meine Herren, der Yeti ist ja echt ziemlich stark hier. Also ein bisschen abgewandelte Clanburg. Und ich kann meine Queen ruhig schon mal zünden. Dann geht er mal ein bisschen weg. Der Flächenschaden geht auch weg. Jetzt haben wir nur noch 2-mal Punktschaden in Form von 2 Bogenschützentürmen. Und da haben wir doch die vermeintlich stärkere Base jetzt halt doch gemacht. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Also der Fry oder 2 Socken, irgendeiner hätte sich dieser Basis denn schon entledigt, aber
So habe ich das jetzt schon gemacht und der ist ganz durchgegangen. Also kleiner Armeevorschlag hier, das da hinten rein. Okay, da hatte ich noch 3 Mauerbrecher mit drin, falls meine nicht durchkommen. Aber so kann man es machen. Ich habe es jetzt mal ein bisschen umgewandelt, mal so ein bisschen weg auch von den Bowlern, dass man mal im Rathaus 9 Bereich halt einfach mal eine andere Clanburg mitnimmt. Und geht ja scheinbar denn doch ganz gut. Etwas stärkere Helden noch. Und dann geht das Ganze ganz gut durch. So, reden und angreifen ist immer sehr, sehr anstrengend. Muss ja jetzt gleich noch ein bisschen weiterfahren. Allerdings mit ganz normaler Armee. Ich muss mal eben schauen. Ich glaube, ich nehme immer diese hier. Die müsste ich auch mal umbauen. Die müsste ich auch echt mal umbauen. Denn das ist alles ein bisschen Fille hier. 10 davon, ein paar davon und wir nehmen ein paar Packies mit. So passt das, glaube ich, besser. Und einmal ein Gift, dann fahren wir gleich ein bisschen weiter. Und also mit des Gegners Armee geht es in jedem Fall. Hätte ich jetzt nicht so dolle erwartet. Also ihr wisst, ich fehle auch ganz gerne mal in den Videos. Aber jetzt haben wir 2 Dreier hier hingelegt von der Lela. Und Emma hat auch nochmal zugeschlagen. Elbhunter hat jetzt eben kassiert. Elbhunter ist aber nicht so schlimm. Oben wird das ganze Spiel entschieden, nicht im unteren Bereich und auch nicht in der Mitte. Deswegen bin ich da, müssen wir mal gucken, wie wir das da oben machen. Aber deren Nummer 1 hat schon zugeschlagen, nee, die haben auch noch nicht zugeschlagen, aber Nummer 2 hat immerhin, ich meine, die würden jetzt streng genommen 4 Zehner da oben von uns wegballern. Beziehungsweise vielleicht auch noch den Boke mitnehmen. Dann haben die noch ein paar Angriffe hier oben mit ihren Elfern. Ja, dann müssen hier unten die Zehner entweder gut sein. Oder aber, ja, scheinbar doch ganz gut sein. Okay, Clan Level 8 gegen Clan Level 8. Passt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Am Kanal dranbleiben. Live war ich gestern Abend. Ich hoffe, das war nicht so schlimm. Wenn es doch so schlimm war, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann komme ich natürlich mal wieder live für euch rein auf Twitch TV. Kein Thema. Bis dahin, Leute. Euer Toto. Clasht.